Bulgarien verstärkt seine Grenzen zur Türkei und zu Griechenland mit Soldaten. Damit will der Staat effektiver verhindern, dass Flüchtlinge die bulgarischen Südgrenzen illegal passieren. Grund seien Spannungen in einigen Flüchtlingslagern in Nordgriechenland, sagte der zuständige Verteidigungsminister in Sofia. Eine besondere Lage in Bulgarien gebe es nicht, betonte er. Nach der Schließung der sogenannten Balkanroute für Flüchtlinge befürchtet Bulgarien, dass eine alternative Ost-Balkan-Route durch sein Staatsgebiet verlaufen könnte. Doch nun kursiert ein Video im Internet, das brutale Taten zeigt. Selbsternannte Flüchtlingsjäger fangen demnach Menschen ein, die die Grenze illegal übertreten, und bringen sie gefesselt in die Türkei zurück. Bewaffnet sind sie mit Kabelbindern und Macheten, doch sie haben keinen offiziellen Auftrag. Es sind Bürger in Tarnfleckuniformen, die den Grenzschutz auf erschütternde und menschenverachtende Weise selbst in die Hand genommen haben. Videos von ihren Aktionen veröffentlichten sie im Internet. Beifall erhalten sie dafür vor allem aus dem rechten Lager. Doch auch kritische Stimmen mischen sich unter die Kommentare. Ein User wünscht den Beteiligten etwa, niemals selbst die Schrecken einer Flucht erleben zu müssen. Sonst würden sie sicher anders handeln.